Hallo mal wieder. Wieder zum Thema Hefewasser und heute erkläre ich euch, wie ihr eure Lieblingsrezepte mit Hefe auf Hefewasser umrechnen könnt. Und das erkläre ich euch gleich einmal für normale Teige, also Brotteige, Brötchenteige, Pizza, Focaccia und so weiter und auch einmal für schwere Teige. Da funktioniert es nämlich ein bisschen anders. Ja, mich haben wirklich sehr, sehr viele Fragen dazu erreicht und ich merke, das ist nicht ganz selbsterklärend. Ihr geht her und überlegt euch, ich brauche jetzt irgendwie, ich möchte 20 Gramm Hefe ersetzen in meinem Teig. Da brauche ich jetzt 2,5 oder 3 Liter Hefewasser. Und genauso funktioniert die Rechnung nicht. Und jetzt erkläre ich euch erstmal, wie man das mit der Hefe macht in der Berechnung. Es ist so, je mehr Hefe, also entweder Trockenhefe oder Frischhefe, ich in einen Teig hineingebe, desto schneller geht der. Und je wärmer ich den Teig stelle, dann geht er noch schneller. Außer ich stelle ihn zu warm, dann stirbt die Hefe, die stirbt bei 45 Grad spätestens. So macht man das mit der sogenannten Kulturhefe. Kulturhefen sind Trockenhefe und Frischhefe. Hefewasser ist aber eine sogenannte Wildhefe. Zu den Wildhefen gehört zum Beispiel auch Sauerteig. Wildhefen brauchen deutlich länger zum Gehen. Sie sind aber sehr, sehr, sehr triebstark. Aber sie sind nicht so ganz klar berechenbar. Da kommen viele Faktoren hinzu. Die Hefewasser setzt ihr mit unterschiedlichen Basen an. Teilweise nehmt ihr Gemüse, Kartoffeln sind beliebt. Dann nehmt ihr Trockenfrüchte, das heißt, ihr habt unterschiedliche Hefewasser mit unterschiedlichen Milchsäurekulturen und unterschiedlichen Essigsäuren drin. Die sind also schon mal unterschiedlich. Ja, so, und dann habt ihr alle ein unterschiedliches Raumklima. Das beeinflusst auch die Gehzeit. Aber wir rechnen mit der Zeit und nicht mit der Menge des Hefewassers. Weil sonst bräuchtet ihr wirklich 3 Liter Hefewasser für einen Teig, wo vorhin ein halben Würfel Hefe oder so reinkam. Das funktioniert nicht. Und was euch extrem hilft dabei, dass ihr dennoch eine berechenbare Teigzubereitung machen könnt, ist, ihr macht einen Vorteig. Ihr macht mit dem Hefewasser einen Vorteig. Der geht dann für sich hin und am Backtag könnt ihr euren Teig, den sogenannten Hauptteig, sehr genau steuern. Das ist ein wirklich großer Vorteil. Für den Vorteig, ich habe hier einen, ich habe hier sogar 2, ich habe nämlich immer welche hier. Ja, für den Vorteig mischt ihr einfach ungefähr 25 bis 35% des Mehles aus eurem Rezept mit Hefewasser. Und zwar im Verhältnis auch ungefähr 1:1. Für Brote, Brötchen, das sind also normale Teige, die sind nicht so schwer, reichen 25% des Mehls. Also habt ihr ein Brotrezept mit 500 Gramm Mehl, dann nehmt ihr 25 Gramm Mehl da ab. Das sind 125 Gramm, wenn ich mir das jetzt richtig ausgerechnet habe im Kopf, genau. Und die 125 Gramm, die mischt ihr mit Hefewasser zu einem Vorteig. Ihr geht einfach her und verrührt Mehl und Hefewasser in einem schlanken, hohen Glas und legt einen Deckel auf, lose und lasst den Vorteig 12 Stunden im Raum stehen. Dann wird er ein ziemliches Volumen annehmen, zu 50 bis 100%. Also die werden schon gern mal also doppelt so groß. Also 100% Volumenzunahme ist keine Seltenheit. Ja, bei Brot, Brötchen, normalen Hefeteigen macht ihr das mit 25% der Mehlmenge. Die dürft ihr natürlich hinterher, dürft ihr dann nicht wieder 500 Gramm Mehl in den Hauptteig nehmen. Ihr nehmt dann nur 350 Gramm Mehl und zieht auch bitte die Menge, die 150 Gramm vom Hefewasser, zieht ihr ab. Die nehmt ihr auch nicht mehr im Hauptteig, weil sonst habt ihr viel zu viel, dann funktioniert das nicht mehr. Also nochmal ganz kurz.
Euer Rezept beinhaltet zum Beispiel 500 Gramm Mehl und 300 Gramm Wasser. Wenn ihr jetzt 150 Gramm Mehl abgezwackt habt für euren Vorteig und im Verhältnis 1:1 habt ihr ja 150 Gramm Hefewasser genommen. Das ist euer Vorteig dann, ne? So, und dann, wenn ihr den Hauptteig macht, dann nehmt ihr 350 Gramm Mehl und nur noch 150 Gramm Wasser. Denn den Rest habt ihr hier im Vorteig und den gebt ihr ja zu eurem Rezept wieder dazu. Ihr seid also dann wieder komplett. So einfach ist es eigentlich. So, bei schwereren Teigen nehme ich mehr. Dann nehme ich 30% bis 35% der Mehlmenge, nehme ich da in den Vorteig. Schwere Teige brauchen einfach mehr Hefe. Das ist auch bei jedem Rezept. Ihr habt mir teilweise auch Rezepte geschickt, also Zopfrezepte, wo tatsächlich auf 500 Gramm Mehl 2 Würfel Hefe kommen. Das finde ich persönlich extrem viel. Das braucht es nicht. Es würde ein halber Würfel reichen, wahrscheinlich sogar nur 10 Gramm Hefe, Frischhefe. Aber das sind eben die Rezepte. Dennoch ist es so, schwere Teige mit Butter drin und Eiern drin und Milchprodukten drin, die brauchen einfach mehr Hefe. Und deshalb gehen wir auch her und nehmen hier ein höheres Mehlvolumen ab. Wie gesagt, ich nehme 30% bis 35% vom Mehl ab und mische es wieder im Verhältnis 1:1 mit dem Hefewasser. Was ich super gerne mache ist, ich nehme die Früchte vom Hefewasser für so einen schweren Hefeteig und püriere die mit Hefewasser. Denn die Früchte, die haben noch viel mehr Power wie das Hefewasser selber. Also sowieso die Früchte niemals wegschmeißen. Schmeißt niemals eure Basis weg, ne? Ihr nehmt die immer, weil, also gefühlt haben die fast doppelt so viel Power nochmal wie das Hefewasser. Das ist ein richtiger Turbo. Und gerade für schwere Teige ist es optimal. Aber püriert sie am besten mit dem Hefewasser. Ich habe euch auf meinem Blog auf kochtrotz.de habe ich euch Beispielrechnungen gemacht. Ich habe bestehende Rezepte genommen von einem Brot, aber auch von einem Zopf und habe die für euch einmal umgerechnet, wie ihr das machen könnt. Und beim Hefezopf habe ich den super, super beliebten Zopf genommen, der heißt Fridas genialer Hefezopf. Den habe ich euch einmal umgerechnet, damit ihr sehen könnt, wie das funktioniert. Denn bei den Hefeteigen gibt es noch eine weitere Hürde. Was mache ich mit der Milch, die da reinkommt? Ne? Das ist ja dann ganz wenig plötzlich. Ne? Also wenn ich schon mal 170 Gramm Hefewasser genommen habe und eigentlich müssten 250 Gramm Milch in meinen Teig, dann habe ich ja nur noch 70. Das ist nicht viel. Ne? Und da geht man jetzt her, das ist ein sehr, sehr simpler Trick. Ihr nehmt für den Rest, für die 70 Gramm Milch, die verbleiben würden, nehmt ihr einfach Sahne und keine Milch. Und diese fetthaltigere Sahne gleicht das wieder aus. Ihr könnt auch Kochsahne nehmen, ne? Aber ihr ersetzt die ehemalige Milch einfach durch Sahne oder Kochsahne. Und dann habt ihr im Mix mit dem Hefewasser, habt ihr am Ende genau das gleiche Ergebnis. Die Butter, das Ei, alles was sonst noch reinkommt, das bleibt gleich. Und so könnt ihr eure Rezepte umrechnen. Eigentlich ist es simpel, wenn man es einmal weiß. Wie gesagt, auf kochtrotz.de, auf meinem Blog, habe ich euch das alles ganz, ganz, ganz genau aufgeschrieben. Was ihr nicht machen solltet, ist Milch mit in den Vorteig zu geben vom Hefewasser. Denn je nach Basis, die ihr verwendet habt, je nach Trockenfrucht oder auch Gemüse, kann das Milchprodukt reagieren bei der langen Gehzeit und Reifezeit von 12 Stunden und es kann euch kippen und sauer werden. Also das würde ich nicht machen. So, was ihr aber machen könnt, jetzt habt ihr den Vorteig gemacht. Der steht dann 12 Stunden im Raum. Und am nächsten Tag kommt euch irgendwas dazwischen und ihr könnt nicht backen. Dann geht ihr einfach her und stellt den Vorteig in den Kühlschrank. Da kann der bleiben. Tagelang kann der da bleiben.
Also 7 Tage sind kein Problem und ich weiß von anderen, die es auch schon länger haben stehen lassen. Das ist super. Und deshalb habe ich persönlich immer Vorteige für verschiedene Verwendungszwecke habe ich im Kühlschrank stehen. Was ich immer mache, weil ich verschiedene habe, ich schreibe mir hier einmal das Datum drauf, wann habe ich den gemacht, und ich schreibe auch drauf, was habe ich reingemacht. In dem Fall ist es ein Vollkornteig und ich habe den mit Goji-Beeren, Hefewasser und Hefewasserfrüchten gemacht. So, dann habe ich hinterher noch ein bisschen Kontrolle, was ich da getan habe. Ja, hier habe ich es versäumt. Hier habe ich lediglich meine Markierung dran gemacht, um zu sehen, wie hoch ist er gegangen. Und dann habe ich vergessen, was drauf zu schreiben, aber das war erst gestern. Und dann weiß ich noch, was ich getan habe. Das werde ich jetzt gleich nachholen. Ja, was auch normal ist, wundert euch nicht, der Teig nimmt an Volumen zu, hat dann einen Peak, bildet oben eine schöne Haube und fällt dann ein. Da macht ihr euch keine Gedanken, das ist total normal. Vorteig ist nach wie vor sehr aktiv. Ja, also, der Hefewasservorteig, der hilft euch total für eure bestehenden Rezepte. Ihr zieht das Mehl ab und ihr zieht die Flüssigkeit ab. Das ist letztendlich alles, was ihr tun müsst. Dann macht ihr den Vorteig, lasst ihn 12 Stunden stehen und dann gebt ihr ihn einfach zu eurem Rezept wieder dazu. Das ist im Prinzip, kurz gesagt, alles, was ihr tun müsst. Also, Hefewasservorteige helfen euch, nicht nur eure bestehenden Hefe-Rezepte umzurechnen. Am Backtag wird das Ganze dann auch sehr kontrollierbar in der Zeit. Was ihr dann macht, ist, ihr nehmt euren Hefewasservorteig. Entweder nehmt ihr ihn aus dem Kühlschrank und bringt ihn auf Raumtemperatur oder er stand im Raum. Raumtemperatur ist wichtig. Ihr nehmt den Teig und mischt ihn mit euren anderen Zutaten und knetet den Teig, wie ihr das immer macht. Dann geht ihr her und arbeitet euren Teig auch auf, wie ihr das immer macht. Die Gehzeit von solchen Teigen, es ist unterschiedlich, also es ist zwischen 1 und 3 Stunden. Das kommt auf die Raumtemperatur an. Ich hatte die Tage einen Teig, der war es hier relativ warm. Der hat nur eine halbe Stunde gebraucht, ne, und war dann soweit. Da hätte ich Mühe, so schnell zu sein wie der Teig. Ich habe meinen Ofen gar nicht so schnell aufgeheizt bekommen. Aber am Backtag selbst seid ihr mit dem Vorteig total berechenbar. Ihr braucht nicht mehr diese ewigen Stunden. Und wie gesagt, wenn ihr den Teig im Kühlschrank habt, habt ihr ihn immer vorrätig. Das heißt, ihr könnt immer backen. Und wenn ihr sonst backt, braucht ihr auch ungefähr 2 Stunden für einen Teig. Ne, da ist der Unterschied nicht mehr so groß, je nachdem, mit wie viel Hefe ihr natürlich backt. Ja, so, das ist es im Groben. Es gibt noch ganz viele weitere Sachen zu Vorteigen zu sagen, auch zu den eigentlichen Vorzügen. Ich sag mal nur ein paar. Vorteige machen euer Gebäck, eure Backwaren viel, viel länger haltbar. Eure Brote, auch eure Zöpfe, egal was ihr backt, die Sachen halten deutlich länger frisch. Sie sind aromatischer und mit Vorteig gebacken ist es auch viel verträglicher. Na, also das wissen vielleicht auch viele nicht, dass viele Backwaren mit sehr viel Hefe gebacken häufig nicht so gut verträglich sind. Und dann ist es ganz oft gar nicht die vermutete Glutenunverträglichkeit. Es ist eine Unverträglichkeit auf diese Wahnsinns-Hefemengen. Ne? Und das ist ein weiterer Vorteil für einen Vorteig. Ja, im Groben war es das. Wie gesagt, auf meinem Blog kochtrotz.de habe ich euch einen sehr ausführlichen Artikel dazu geschrieben, nochmal mit Beispielrechnungen, mit noch mehr Informationen, noch mehr Tipps. Geht schauen, geht lesen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Umwandeln und Umrechnen eurer bestehenden Rezepte auf Hefewasser. Tschüss!